Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Follower, in der zurückliegenden Plenarwoche in Straßburg stand der Brexit im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Bis zum Oktober 2018 wollen Großbritannien und die EU sich auf einen Brexit-Vertrag einigen. Ohne die Zustimmung des Europaparlaments kann ein solcher Vertrag nicht in Kraft treten. Am Mittwoch hat das Plenum in seiner Brexit-Resolution mit großer Mehrheit beschlossen, keine finanziellen Zugeständnisse an Großbritannien zu machen. Außerdem fordert das Parlament, dass Verhandlungen über die künftigen Handelsbeziehungen erst nach einer Einigung über den EU-Austritt Großbritanniens beginnen sollen. Ein weiteres Highlight war die Ansprache des Bundespräsidenten im Europaparlament. Frank-Walter Steinmeier wählte für seine erste Rede außerhalb Deutschlands bewusst das Europäische Parlament, welches er als Ankerpunkt für die Weiterentwicklung Europas sieht. Bei anschließendem Empfang konnte ich auch kurz mit ihm sprechen und ihm für seinen Besuch danken. Ich freue mich sehr, dass Deutschland mit Frank-Walter Steinmeier einen so proeuropäischen Bundespräsidenten hat und in einer Plenardebatte darüber hinaus über Menschenrechtsverletzungen in Bangladesch sprach ich mich für ein gesetzliches Verbot von Kinderehen aus. Ich war letzte Woche noch mit einer Delegation der europäischen Sozialdemokraten in Bangladesch, um über die Umsetzung der internationalen Arbeitsstandards in der Textilindustrie zu sprechen und dafür mich einzusetzen. Für dieses Thema bin ich Berichterstatter für meine europäische S&D-Fraktion. Darüber hinaus tagte in Straßburg der Untersuchungsausschuss für die Panama-Papiere, diesmal mit dem Schwerpunkt Entwicklungsländer. Ich informierte die anwesenden Abgeordneten und Gäste, dass ich bei der letzten interparlamentarischen Konferenz karibischer, pazifischer und afrikanischer Staaten beim Treffen in Kenia im Dezember auf die Arbeit des Panama-Untersuchungsausschusses hier im Europaparlament aufmerksam gemacht habe. Ich werde mich dafür stark machen, dass der Bericht dann in der nächsten interparlamentarischen Vertretung behandelt wird. Doch jetzt fliege ich heute erst einmal zu einer Konferenz nach Kiew und danach zu einer Stiftungsratssitzung in Kreisau in Polen und lade Sie ein, alle meine Reden und Abstimmungen während der Plenardebatte live über Webstream des Europäischen Parlaments oder auch über meine Webseite oder über Twitter und Facebook zu verfolgen. Auch in diesem Jahr gab es wieder ein Newsletter über den letzten Monat, den Sie per E-Mail bekommen können. Schreiben Sie mir einfach über die Webseite. Alles Gute aus Straßburg und bis bald.